Der SV Sandhausen schlägt den ersten FC Nürnberg nach Elfmeterschießen, zieht somit in die nächste Runde des DFB-Pokals ein. Ausschnitte aus der Pressekonferenz. Herr Wiesinger, das Wort geht an Sie. Ja, natürlich Glückwunsch erstmal an SV Sandhausen zum Weiterkommen in die zweite Runde. Für mich war es natürlich im Elfmeterschießen zu verlieren, war für uns natürlich eine bittere Situation. Elfmeterschießen ist natürlich immer dann auch irgendwo eine Glückssache. Was von unserer Seite heute natürlich nicht gut war, dass wir es eigentlich zu diesem Pokalfight kommen haben lassen. Ja, wir haben, glaube ich, erste Halbzeit eine gute Phase gehabt, wo wir den Ball mal laufen haben lassen, wo wir eigentlich, glaube ich, auch technisch unsere Überlegenheit ausgespielt haben, dann auch das 1-0 folgerichtig gemacht. Aber danach war bei uns ein Bruch im Spiel. Ja, und wir haben immer wieder durch teilweise nicht cleveres Zweikampfverhalten immer wieder seitliche Standards heraufbeschworen. Gefühlte 50 seitliche Standards habe ich heute erlebt und Sandhausen hatte da natürlich heute schon eine Qualität, da hat es immer gebrannt und folgerichtig dann auch das 1-1 daraus gefallen. Ich glaube, das war eine klare Elfmeterentscheidung. Ja, wir haben es nochmal angeguckt, haben uns im Zweikampf nicht gut verhalten. Ja, im Laufe der Verlängerung fand ich, dass wir das Spiel wieder ein bisschen in den Griff gekriegt haben da Chancen gehabt. Ja, so ein Spiel musst du dann vorher entscheiden und je länger es läuft, dann geht es auf den Elfmeterschießen raus. Und wie gesagt, es ist dann irgendwo auch eine Glückssache, irgendwo ist dann auch Nervenstärke gefragt und da waren wir heute zweite Sieger und dann verlierst du so ein Ding. Und deswegen Glückwunsch nochmal an Sandhausen zum Einzug in die zweite Runde. Alois Schwarz, es wurde hervorgeschworen, sage ich jetzt mal, in den Medien, auch vor dem Spiel nochmal der Trailer gelaufen von 1995. Wie ist Ihre Stellungnahme zu dem Spiel? Ja, hallo erstmal zusammen. Der Michael Wiesing hat es eigentlich ganz gut analysiert. Wir sind ganz gut reingekommen in den ersten 10 Minuten, hatten auch zwei ordentliche Möglichkeiten durch Jovanovic mit Kopf, wo nicht ganz rankommt, und Thiele, der am Tor vorbeischießt. Dann hat man einen kleinen Bruch drin, das hat Nürnberg dann ganz gut genutzt, schön in Tiefe gespielt. Und im ersten Torschuss machen sie das 1-0. Wir sind in die Pause gegangen, haben dann gesagt, wir müssen weiter geordnet spielen, die Möglichkeiten werden da sein. Der Gegner musste auch dann viel breit spielen und viel nach hinten, dann haben wir ganz gut gearbeitet, in der Ordnung gestanden. Aus den Vielzahl der Standards haben wir dann mal Kapital schlagen können. Und wenn es dann natürlich in die Verlängerung geht, dann ist natürlich auch ein bisschen die Physis gefragt, die Psyche. Und da waren wir relativ stabil. Wir hatten gleich nach Beginn der Verlängerung ein bisschen Glück. Da klärt, glaube ich, Schulz noch vorm Einschussbereiten in Nürnberger. Ansonsten, denke ich, war die Verlängerung dann pari. Und dann, wie es halt so ist in so einem Elfmeterschießen, bisschen Glück, bisschen Nervenstärke und wir haben alle fünf reingemacht und haben mit Manuel Riemann einen gehabt, der uns da im Spiel hält und freuen uns natürlich, dass wir jetzt eine Runde weiter sind. Dankeschön. Fragen an die Trainer, Herr Brück. Ja, Schwarz, Sie haben ja lange ein Geheimnis draus gemacht, wer im Tor stehen wird, Knaller oder Riemann. Wann haben Sie sich entschieden und hatten Sie das auch ein bisschen im Auge? Ja, so ist es als Trainer. Wenn man gewinnt, hat man alles richtig gemacht und wenn man verliert, hat man alles falsch gemacht. So einfach ist es nicht. Wir haben natürlich Manuel Riemann geholt und er sollte auch gegen Aalen spielen, hat sich dann im Warmmachen verletzt. Knaller hat zwei sehr gute Spiele gemacht und jetzt gegen Piräus hat Riemann Spielpraxis gehabt und ich habe ihm das Pokalspiel auch gegeben und er hat es zurückgezahlt. Das legendäre Elfmeterschießen. Schon etwas länger her, ja. Aber ich habe eigentlich nicht im Kopf gehabt, dass wir Elfmeterschießen, weil das sind meine Nerven und das macht mein Herz nicht lange mit. Deswegen habe ich gehofft, dass wir es schon nach 90 schaffen, aber dass wir jetzt weitergekommen sind, freut mich natürlich. Gibt dieser Pokalsieg weiteres Selbstvertrauen für die Meisterschaft? Ja, es ist natürlich so, wir wollen es natürlich mitnehmen, den Schwung. Letztendlich haben wir beide Meisterschaftsspiele viel gesät, aber nicht geerntet. Also wenn man das Spiel in Aue sich betrachtet, müssen wir eigentlich als Sieger vom Platz gehen, spielen auch viele Möglichkeiten raus und machen kein Tor. Und dann wirst du bestraft durch den Standard und deswegen freut mich, dass die Mannschaft auch mal geerntet hat und auch gesehen hat, dass es geht und dann sich natürlich am Selbstvertrauen natürlich für jeden Einzelnen hoffe ich, dass es einen Schub gibt. Ja. Herr Wiesinger, können Sie vielleicht kurz sagen, wie schwer das auswiegt mit Blick auf den Bundesliga-Start in 6 Tagen? Naja, unsere ganze Vorbereitung war natürlich darauf ausgelegt, heute hier eine Runde weiterzukommen. Ja, daraufhin waren die Planungen ausgerichtet, war eine erste Zielsetzung, das wollten wir unbedingt schaffen, nach den letzten Jahren auch mal hier ein positives Zeichen zu setzen, das haben wir nicht geschafft. Und jetzt heißt es morgen früh natürlich, das Ding zu besprechen, abzuhacken, wir haben ja nicht viel Zeit. Wir haben
am Samstag in Hoffenheim natürlich eine schwere Aufgabe, auswärts zu erledigen, und da wollen wir natürlich gut in die Liga reinkommen. Wir haben heute viele, viele Dinge gesehen, ja, viel Gutes gesehen, aber auch viele Dinge, wo man natürlich dran arbeiten muss. Und ja, deswegen, ja, Pokal sind wir raus, das kann man nicht ändern, aber wir müssen die Dinge mitnehmen, die wir heute, ja, die wir nicht gut gemacht haben, und ja, dann versuchen in Hoffenheim das natürlich besser zu machen. Welche Erkenntnis zieht Alois Schwarz aus diesem Pokalsieg? Ich meine, es ist nicht einfach, nach 120 Minuten gegen Bundesligist, der auch den Ball schnell laufen lässt, selten in Unordnung zu sein. Also wir waren immer schnell hinter dem Ball, wir haben den Gegner viel in die Breite spielen lassen oder nach hinten, und das hat die Mannschaft sehr, sehr gut umgesetzt. Und wenn man es mal so jetzt nimmt, haben wir in diesen drei Spielen mit zwei Gegentreffern, Bundesligist dabei, stehen wir ganz gut, nach vorne müssen wir effektiver werden. Sonntag, 11. August, 13.30 Uhr, SV Sandhausen, Energie Cottbus.